Werner Berggruen, Die Flamme im Säulenholz. Diese Geschichte ist von vergangenen Zeiten her überliefert worden. Es ist nicht gewiss, ob alles in ihr wörtlich verstanden werden muss. Der Kürschnergesell Lindenschmidt aus Frauenburg im preußischen Bistum Ermland hatte es sich in den Kopf gesetzt, nach Livland auszuwandern, wo es nach den langen Kriegszeiten an Menschen fehlte und die Aussichten für einen tüchtigen Mann günstig sein sollten. Es kam nicht dazu, weil er seinen Glauben nicht aufgeben wollte. Die Katholiken waren damals in Livland zu keiner bürgerlichen Nahrung zugelassen. Dann gab es neue Kriegszeiten, das Land fiel an Polen und nun hatte Lindenschmidt keine Behinderung zu fürchten. Zugleich pries er sein Glück, dass er nicht in die elenden Kriegsläufe hineingeraten war. Er ließ sich in dem livländischen Städtchen Wenden nieder, erlangte das Meisterrecht und heiratete. Es kamen viele Polen ins Land, erwarben Ämter und Besitz, und da Lindenschmidt ein katholischer Mann war, so gaben sie ihm den Vorzug. Er brachte es zu Wohlstand, er besaß ein stattliches und, was in Wenden selten war, zweistöckiges Haus an der großen Straße, unweit der Dörpschen Pforte gelegen. Zu ebener Erde befand sich die Werkstatt, droben waren die Wohnräume. Haus und Geschäft hinterließ er seinem Sohn Markus. Auch dieser war Meister geworden und hatte geheiratet. Schon im Lande geboren, war er gänzlich einheimisch und nur durch den Glauben von den meisten seiner Mitbürger unterschieden. Denn die Altansässigen waren Lutheraner. Katholisch nur die neu zugezogenen und diejenigen, die sich nach dem Einmarsch der Polen zur alten Kirche hatten zurückführen lassen. Es gab gute Zeiten, aber in jenen Jahrhunderten dauerten gute Zeiten dort so lange nicht lange. Markus Lindenschmidt hatte einen der Kriege mitzuerleben, deren verworrene Einzelheiten den Nachgeborenen kaum des Gedächtnisses würdig scheinen wollen. Während dieses Krieges war die Stadt eine Weile in schwedischen Händen. Der römische Gottesdienst wurde verboten und den Bürgern aufgegeben, keine Heiligenbilder, Weihbrunnen, Kessel oder sonstiges Zubehör der Abgötterei in ihren Wohnungen zu haben. Patrouillen gingen durch die Häuser und überzeugten sich, dass dem Befehl nachgefolgt wurde. Markus Lindenschmidt hatte sich zur Abnahme seines ererbten, vom Vater aus Preußen mitgebrachten Muttergottesbildes nicht entschließen mögen. Es hing droben im Wohnzimmer an einer in der Mitte des Hauses stehenden und die Decke stützenden hölzernen Säule, die mit grauer Farbe gestrichen war. Er riss das Bild erst vom Holz, als er, zufällig aus dem Fenster blickend, einen Korporal und zwei Mann über die Straße kommen sah. In seiner Hast, seinem Zorn und Schrecken tat er das so heftig, dass er den Nagel, der das Bild trug, mit herausriss. Er schob es hinter den Schrank. Das kupferne Weihwasserbecken, das mit zwei Schrauben am Türrahmen befestigt war, ließ sich so geschwind nicht ablösen. Lindenschmidt zog seinen Rock aus und hängte ihn darüber. Die Soldaten kamen, alles ging glücklich ab. Hernach versteckte Lindenschmidt Bild und Weihbrunnkessel im Keller, wo bereits das Kruzifix sicher untergebracht war. Das Weihwasser aber stand nun in einem irdenen Schälchen, dem man seinen Zweck nicht ansah, auf einem kleinen Tisch neben dem Zimmereingang.
Noch während dieser schwedischen Zeit brachten durchmarschierende Truppen eine unbekannte Krankheit in die Stadt und unter ein Geschlecht, dessen Vorstellungskraft durch Kriegsdrangsal, Brand, Hunger, Kometen und schreckhafte Wunderberichte bis zur Glut erhitzt war. Sie erfasste Menschen ohne Unterschied des Lebensalters und der körperlichen Beschaffenheit. Der Zugriff der Krankheit aber, so ist erzählt worden, vollzog sich dergestalt, dass ein bläuliches Flämmchen von Fingernagelgröße durch die Straßen und Häuser schwebte. Einige sagten, die Flamme habe leise gesummt oder gesungen, und das habe sich feierlich und furchtbar zugleich angehört. Übrigens hieß es später auch, diese Flamme hätte ihrer geistigen Natur wegen nicht von jedermann wahrgenommen werden können. Wer nun von ihr berührt wurde, dessen Gesicht verfärbte sich. Von einem Augenblick zum anderen vollzog sich die hippokratische Veränderung der Züge. Manche fielen auf der Straße tot um, andere gelangten bis in ihre Wohnungen und vielleicht hatte dieser oder jener noch Zeit, sein Haus zu bestellen. Es starben sehr viele. Ärzte und Bader wussten nichts auszurichten. Manche Häuser wurden leer. Es gab Leute, die sich nicht mehr auf die Straße trauten und es nicht wagten, die Fenster zu öffnen. Dienstboten weigerten sich, auf den Markt oder zum Bäcker zu gehen. Es kam vor, dass ein Trauergeleit schreiend auseinanderstob und der Sarg verlassen vor der Kirchhofsmauer stehen blieb, weil jemand das Flämmchen, das doch im Sonnenschein schwer wahrnehmbar war, erblickt haben wollte und einen Ruf des Entsetzens ausgestoßen hatte. Viele hätten fliehen mögen, aber wohin? Das Land war halb wüst geworden. Auf allen Straßen lauerten marodierende Soldaten und verzweifelte in den Busch gelaufene Bauern. An einem wolkigen Sonntagnachmittag im Herbst befand sich das Ehepaar Lindenschmidt in der Wohnstube. Das Haus war still, die beiden kleinen Töchter waren für den Mittagsschlaf in ihrer Kammer zu Bett gebracht worden. Der Lehrjunge Kort Behn war zu seinen Eltern gegangen, und sonst gehörte niemand mehr zur Haushaltung, seit der Altgesell und die Magd gestorben waren und die Polen den zweiten Gesellen unter die Soldaten gesteckt hatten. Die Frau saß schläfrig strickend am Ofen, der Mann ging auf und nieder und erwog, halblaut vor sich hinsprechend, wie er wohl vorzugehen habe, um von einem zur Zahlung unwilligen Offizier das Geld hereinzubekommen. Es kratzte draußen an der Tür, gleich darauf wurde die Klinke niedergedrückt. Der bejahrte Wolfshund trottete wedelnd ins Zimmer und legte sich vor dem Ofen auf den Fußboden. Lindenschmidt wollte hinter ihm die Tür schließen. Da schrie die Frau auf. Ein bläuliches Flämmchen war mit dem Hunde hereingeschwebt. Die Frau bekreuzte sich wimmernd, der Mann blieb stehen wie ein plötzlich Gelähmter. Der Hund fuhr fort, behaglich zu schnaufen. Die Eheleute wussten aus allen Erzählungen, dass es nichts nützte, wenn man zu fliehen versuchte. Gewissen Tieren vergleichbar konnte die Flamme den Regungslosen schonen, dem Davoneilenden schoss sie nach. Der Mann wagte auch nicht, ihr wie einem eingeflogenen Vogel die Fenster zu öffnen. Die Flamme gaukelte umher, nicht viel anders als ein Schmetterling. Sie glitt auf die Frau zu, bog ab,
rastete auf dem Tisch und danach auf der Armlehne eines Polsterstuhles. Sie näherte sich dem Manne, wandte sich von ihm und umstrich wieder den Ofen. Mit schreckhaft geöffneten Augen folgten die beiden jeder Bewegung. Diese Bewegungen schienen unschlüssig, und es war nicht zu erkennen, wie weit sie von einem Willen gelenkt wurden. Die Flamme schwebte dem Fenster zu und haftete einige Augenblicke am Rahmen. Die beiden Lindenschmieds hörten jetzt ihr leises, summendes Singen. Sie kehrte ins Innere des Zimmers zurück und kreiste langsam um die Säule. Sie gelangte an das offene Loch des Nagels, der das Muttergottesbild getragen hatte. Sie strich einige Male darüber hin, dann schien sie sich zu verschmälern wie ein die Flügel faltendes Kerbtier. Plötzlich schlüpfte sie in das Loch und war nicht mehr sichtbar. In diesem Augenblick löste sich der Mann aus seiner Erstarrung. Er zog hastig mit bebenden Händen das Messer aus der Tasche und schnitt einen Span von der Holzsäule. Er tauchte den Span in das fast schon ausgetrocknete Weihwasserschälchen, riss sich den Schuh vom rechten Fuße und trieb, ihn als Hammer benutzend, den Span wie einen Zapfen in das Nagelloch. Sein Gesicht, so erzählte ihm nachher die Frau, ist schneebleich gewesen. Er atmete tief, schloss die Tür und setzte sich dann neben seine Frau. Stumm griff er nach ihrer Hand. Auch die Frau sagte nichts. Etwas später, als es Zeit war, die Kinder aufzunehmen, erhob sie sich und ging in die Kammer. Der Mann folgte ihr, und sie drückten die beiden Mädchen an sich und küssten sie auf die rot und heiß geschlafenen Backen. Gegen Abend ging Lindenschmied aus dem Hause. Er suchte Bekannte auf und hörte sich um. Überall traf er Aufatmende. Kein neuer Krankheitsfall war bekannt geworden. Ja, es schien eine sonderbare Rückläufigkeit der Wirkung eingetreten. Denn wer von den letzthin Erkrankten noch am Leben war, an dem ließen sich unmissverständliche Anzeichen der Besserung wahrnehmen. Alle diese genasen in der Folge, und von jenem Sonntag an ist in Wenden niemand mehr von der Seuche ergriffen worden. Aus einer beiden gemeinsamen Scheu mochten die Eheleute in den ersten Stunden unter sich nicht recht von dem Vorfall sprechen. Dies geschah erst in der Nacht vom Sonntag auf den Montag, als sie nebeneinander im Bett lagen, indessen keinen Schlaf hatten. Erst jetzt trat es völlig in ihr Bewusstsein, dass nicht nur sie selber vor dem Unheil behütet geblieben waren, sondern dass möglicherweise der Krankheit überhaupt ein Ende geboten war. Die Frau sagte geradezu: »Vielleicht hast du nicht nur dich und mich, sondern die ganze Stadt gerettet.« Der Mann mochte das nicht gleich wahrhaben. »Glaubst du das wirklich?« fragte er zweifelnd, fast erschrocken. Aber schon anderen Tages, da sich die Krankheit als erloschen darstellte, begann er der Frau Recht zu geben. »Wenn du meinst, es habe sich so verhalten, nun, man könnte es so ansehen«, sagte er. Doch kamen sie überein, zu niemandem von der Sache zu reden.
Es schien ihnen nicht angängig, ein Begebnis, das für sie alle Schauer der Ungeheuerlichkeit hatte, zum Bürgergespräch zu machen. Mit der Zeit veränderte sich, wie es ja menschlich ist, in Lindenschmidts Erinnerung das Geschehene. Er, der doch nur einem gesunden Tiere ähnlich, aus einem Triebe gehandelt hatte, um sich und die Seinen zu schützen, er begann nun, nicht zuletzt unter der Einwirkung der Frau, zu der Meinung zu neigen, er habe nach einem hurtig gefassten Plane die Stadt und ihre Einwohnerschaft errettet. Es wurde ihm schwer, sich nichts anmerken zu lassen. Lindenschmidt war ein mutiger Mann und auch seine Frau hatte wenig Furcht. Dennoch gab sie mitunter zu bedenken, ob man nicht das Haus verkaufen und sich nach einem anderen umtun solle. Aber der Mann widersprach, und auch sie mochte nicht beharren, denn das Haus war bequem und vorteilhaft, dazu für das Handwerk günstig gelegen. Ein großer Teil der Stadt war während der Kriegshandlungen und Brände zerstört worden, so wäre es nicht leicht gewesen, den passenden Ersatz zu finden. Und wenn man das Haus aus den Händen gäbe, wie leicht konnte unter einem fremden Eigentümer etwas geschehen, das die eingeschlossene Flamme befreite? Welche Verantwortung hätte man alsdann auf sich geladen? Und stünde der Flamme einmal die ganze Stadt offen, so würde sie ja auch vor dem neuen Hause nicht Halt machen. Das weiß ein jeder, der einmal in einer besonderen Gefahr gewesen ist oder irgendeine besondere Handlung verrichtet hat, dass dergleichen sich nicht erhält, vielmehr sinkt es aus der Gegenwärtigkeit ins Gedächtnis ab. In diesem ist es vorhanden, steigt aber, da ja jeder Tag Ansprüche und Verdrießlichkeiten und Befriedigungen hat, immer seltener in eine Scheingegenwärtigkeit empor. Das bewahrheitete sich auch an Lindenschmidt und an seiner Frau. Nur vollzog sich hier dieser natürliche Vorgang nicht in dem Grade wie wohl sonst. Denn was im Hause verblieben war, das war nicht nur ein Erinnerungsstück, sondern es war, ob zwar verwahrt und verriegelt, das Schrecknis selber. Hier lag eine Gefahr wie ein schlafendes Raubtier. Ein Ungefähr konnte sie wecken. Ja, es kam mitunter der sonderbare Gedanke über Lindenschmidt, sein eigentliches Leben bestehe nicht so sehr in seiner alltäglichen Hantierung und deren Sorgen, im Umgang mit den Seinen und in den kleinen Zerstreuungen, die er sich gönnte, als vielmehr darin, dass er von dem Flämmchen in der Säule wusste. Gleich als strebe die gefesselte Flamme, sich zu befreien, so schien das Geheimnis den Ausweg aus Lindenschmidts Brust zu begehren. Und mit der Frau stand es nicht viel anders. Es war den Eheleuten nun nicht mehr genau erinnerlich, aus welchem Grunde sie ihren Schweigeentschluss gefasst hatten und worin sein Recht bestehen sollte. Sie schwankten noch, da fielen Gefechte vor, die Schweden waren fort, die Polen hatten wieder die Botmäßigkeit, der Bischof saß wieder im Wendener Schloss, und wie in der schwedischen Zeit nach Muttergottes Bildern und Rosenkränzen gesucht worden war, so fahndete man jetzt nach lutherischen Bibeln, Katechismen und Gesangbüchern. Lindenschmidt hielt die Zeit für gekommen und ohne Vorwissen seiner Frau eröffnete er sich einem Priester. Es schien ihm hier zugleich eine Verpflichtung vorzulegen.
Der Geistliche redete ihm wohlwollend zu, aber, wie es den Anschein hatte, in einiger Verlegenheit. Offenbar wusste er nicht, was er von dieser Geschichte halten sollte, und nahm vielleicht an, Lindenschmidt sei damals von den letzten Ausläufern der Krankheit erfasst und in Fieberträume gestürzt worden. So liefen denn seine Antworten in der Hauptsache darauf hinaus, man müsse Gott für das Verschwinden der Seuche dankbar sein. Enttäuscht und verdrossen berichtete Lindenschmidt seiner Frau von dieser Aufnahme seiner Mitteilung. Sie machte ihm keine Vorwürfe, dass er die Schweigevereinbarung, deren Notwendigkeit ja auch ihr fraglich geworden war, hinter ihrem Rücken gebrochen hatte. Im Stillen hatte sie es sich so gewünscht, und schließlich war es ein Priester, und was lag näher, als einem solchen das wunderhafte Geschehnis zu offenbaren. Förmlich überbot sie nun aber den Mann an hitziger Empörung, so als sei ihm ein rechtmäßiger Ruhm böswillig vorenthalten worden. Und doch mochte sie nach dieser Erfahrung nicht geradenwegs anraten, sich von anderen Zuhörern zu beschaffen, was der Priester verweigert hatte. Ein halbes Jahr später starb die Frau an einer missglückten Geburt. Vielleicht hatte sie nicht mehr Jugendlichkeit genug in sich gehabt. Plötzlich sah Lindenschmidt sich nicht nur von der Gefährtin verlassen, er sah sich auch allein mit seinem Geheimnis. Das Geheimnis war für den Einschichtigen noch schwerer zu bewahren als vordem für das Ehepaar. Auch hatte Lindenschmidt jetzt bald die Vorstellung, es liege gewissermaßen im Vermächtnis der Frau, dass er die Wahrheit zu ehren und Öffentlichkeit zu bringen habe. Es wandten sich ihm in dieser Zeit manches Mitleid und manche Freundlichkeit zu. Das erleichterte es ihm, endlich hier und da den Mund aufzutun und sich zu erleichtern. Man kannte ihn als einen ruhigen, verlässlichen, nüchtern gesonnenen Mann, dem höchstens eine gelegentliche Reizbarkeit nachzusagen war. Einige Leute glaubten ihm und lobten seine Entschlossenheit, Umsicht und Gegenwart des Geistes. Andere lächelten. Manche wollten eine Segenskraft des Muttergottesbildes in dem Vorgang erkennen. Andersgesonnene indessen, und diese waren in der Mehrheit, meinten mit einem kleinen Spott, da habe man also den Schweden als den Schützern des Evangelischen, den Unterdrückern des katholischen Glaubens, die Rettung aus der Krankheitsnot zu danken. Denn wenn Lindenschmidt nicht gezwungenermaßen das Bild abgenommen hätte, so hätte die Flamme sich nicht in das entstandene Loch flüchten und dort unschädlich gemacht werden können. Doch gab es auch solche, die alles für Großsprecherei hielten und darüber lachten, und wiederum solche, die ihre vielleicht hämische Zweifelsucht nur um des Friedens willen im Zaum hielten, ohne sie doch ganz verhehlen zu können. Zu diesen gehörte der Stellmacher und Wagenbauer Kort Behn, dessen Sohn jetzt am Ende seiner Lehrzeit bei Lindenschmidt stand und bereits an seinem Gesellenstück arbeitete. Hinterher reute es Lindenschmidt, dass er zu dem windigen Manne gesprochen. Ja, es reute ihn, dass er überhaupt dessen Sohn in sein Haus genommen hatte. Und er hätte dies wohl auch nicht getan, wenn nicht seine früh verstorbene Schwester in die weitläufige Kort-Behnsche Verwandtschaft hineingeheiratet hätte. Kort-Behn erschien in Angelegenheiten des Sohnes mitunter bei ihm in der Werkstatt, man kam ins Gespräch und da war Lindenschmidt ins Erzählen geraten, ohne dass dies seine Absicht gewesen war.
Übrigens hatte das keine Wichtigkeit und lohnte keinen Ärger. Denn nachdem Lindenschmidt einmal in der Stadt den Mund geöffnet hatte, war die Geschichte ohnehin schnell von einem Haus ins andere gelaufen. Und Kortbeens zweideutiger Miene wäre er doch nicht entgangen. In einigen Fällen erbitterte der Unglaube, den Lindenschmidt fand, ihn in einem solchen Grade, dass er mit Heftigkeit ausrief: »Ich könnte euch wohl einen Beweis geben, der euch nicht lieb wäre.« Dieser Gedanke suchte ihn nun des Öfteren heim und konnte auch von seinem Anlass, nämlich der Ungläubigkeit der Mitbürger, auf gänzlich andere Zusammenhänge überspringen. Auch früher schon war Lindenschmidt von gewissen Anfechtungen nicht frei gewesen. Vorzüglich, wenn ihn irgendein Zorn erfasste, was einem vollblütigen Manne leicht begegnete, und sei es auch nur aufgrund einer geringfügigen Misshelligkeit mit seiner Frau, hatte ihn ein welt- und selbstfeindliches Gelüst anrühren können. Freilich wusste er, dass er ihm nicht nachgeben würde, gleich wie der Mensch, der in einem Anfall von Zornmütigkeit sich lustvoll ausmalt, wie es sein wird, wenn er sich den Hals abgeschnitten hat, ebenfalls im Hintergrund seines Gemüts weiß, dass er das Rasiermesser nicht zu solchen Zwecken auseinanderklappen wird. Jetzt aber, da nach dem Tode der Frau Anwandlungen der Schwermut und Menschenfeindlichkeit häufiger über ihn Macht gewannen, jetzt wandelte ihn auch häufiger, wenn auch immer noch halb im Spiel, eine höllische Lust an, mit Hammer, Nagel und Nebenkeil den Zapfen herauszujagen und so sich selber samt aller umgebenden Welt stracks zum Teufel fahren zu lassen oder doch wenigstens sich ein so krasses Geschehnis vorzustellen. Dass dergleichen jederzeit in seiner Gewalt stand, das konnte ihm zugleich ein stolzes Gefühl geben, als vermöge ihm nichts mehr zu geschehen. Da glich er dem Gefangenen, der sich vor seinen Richtern und Schließern diese letzte Freiheit bewahrt hat, dass er in seinem Bettstroh ein winziges Fläschchen mit Tropfen oder eine Kapsel mit einem Pulver verborgen hält und hieraus eine unzerstörbare, aber heimliche Überlegenheit gewinnt, wohl wissend, dass die äußerste Zuflucht ihm immer noch offen steht. So lag es in Lindenschmidts Hand, mit dem Herausreißen des Zapfens das Heil, das er gegeben hatte, wieder zurückzunehmen, Ungläubige zu strafen und damit überdies auszugleichen, was in seinem eigenen Leben höckerig sein mochte. Wirklich in seiner Hand. Manchmal war ihm zumut, als werde das Eingeschlossene nicht erst seine Zustimmung abwarten, um sich frei zu machen, sondern mächtiger als er, ihn vielleicht zwingen, die hierbei notwendigen Handbietungen zu leisten. Manchmal war ihm, als sei das ganze Dasein voll geheimer Beispiele und Hindeutungen. Da ergriff ihn die seltsame Vorstellung, die platzende Samenkapsel einer Pflanze, dass die Eischale zerbrechende Küken wolle ihn geheimnisvoll belehren. Er war nicht gewohnt, auf Träume zu merken oder sich zu fragen, was sie besagen wollten. Aber nun fühlte er, dass schon früher, lange vor dem Tode seiner Frau, seine Träume in allerlei Einkleidungen hierher gewiesen hatten. So suchte ihn bisweilen ein Traum von kochendem Wasser heim, das durch die Gewalt der Dämpfe endlich der Topfdeckel abgeschleudert und nun hochwallt
oder auch von einer Musketenkugel, die feurig dröhnend sich aus einer dunklen Höhlung befreit. Einmal im Spätwinter und am Flussufer empfand er, was ihm in jüngeren Jahren nie geschehen war, eine wilde Lust am Zerren und Rucken der gefesselten Wassermächte, am krachenden, splitternden Brechen des Eises. Nicht, dass er sich dergleichen in klare Begriffe umgesetzt hätte, aber es verstärkte in ihm ein neues Grundgefühl seines Daseins. Und doch enthielt sein Dasein, sah er von dem allmählich sich sänftigenden Kummer um die Frau ab, auch wiederum manches, das ihn zu Dankbarkeit und Zufriedenheit stimmen konnte. Er war leidlich durch die Zeiten gekommen, fast als habe er einen Talisman im Hause. Einigen Plünderungen hatte er nicht entgehen können, aber inmitten von Beschießungen und Feuersbrünsten hatte er doch sein Haus heil behalten und damit einen Vorzug vor vielen anderen. Einige Räumlichkeiten konnte er vorteilhaft vermieten und sein Gewerbe hatte keine Unterbrechung erfahren. Freilich musste er bemerken, dass er Neider hatte. Seine Töchter wuchsen gesund heran, es waren muntere und ansehnliche Mädchen. Als sie ein bestimmtes Alter erreicht hatten, ging er eines Sonntagnachmittags mit ihnen auf den Kirchhof und hier, am Grabe seiner Frau, erzählte er ihnen die Geschichte der Krankheit, der Flamme und der Säule, von der sie durch ihren Umgang doch schon dies und jenes hatten reden hören. Jetzt hatten sie Ehrerbietung genug, sich des Lächelns und Kopfschüttelns zu enthalten. Aber es war nicht recht zu erkennen, ob sie glaubten oder sich nur dem Vater zuliebe den Anschein der Gläubigkeit gaben. »Ach ja«, sagte die Ältere, »damals war ja der alte Wolfshund noch am Leben.« Und dann kam die Jüngere wieder darauf zu sprechen, ob man nicht einen Pudel erwerben solle. Pudel seien die Mode. Lindenschmidt musste erkennen, dass er inmitten der Seinen nicht weniger allein stand als unter der Mitbürgerschaft. Wo er einen Daseinsmittelpunkt von unvergleichlicher Bedeutung erblickte, da gewahrten die Töchter nichts als die gleichgültige Erinnerung an etwas längst Vergangenes, vielleicht gar nie Gewesenes. Kein einziges Mal kamen sie in der Folge auf die Sache zu sprechen. Sie mögen sie in der Tat bald genug vergessen haben. Mit der Zeit fanden sich junge Leute, die den beiden Mädchen nachsahen, und sie verheirateten sich frühzeitig, die eine an einen Schuhmacher, die andere an einen Bäcker, der zugleich eine Schankwirtschaft betrieb. In ihrem Geburtshaus ließen sie sich nur noch selten sehen. Sie bekamen Kinder und hatten ihr Leben für sich, und im Lindenschmidtschen Hause nahmen Stille und Geräumigkeit zu. Seit die Töchter fort waren, behalf der Vater sich schlecht und recht mit gleichgültigen, oftmals wechselnden Haushälterinnen, mit denen er wortkarg umging und die er zu entlassen pflegte, sobald er merkte, dass sie sich Rechnung machten, ihn zur Heirat zu gewinnen. Eine Reihe von Jahren ging hin, dann war wieder Krieg. Gustav Adolf rückte in Livland ein und brachte es endlich mit gewaffneter Hand in seinen Besitz. Der König erklärte, er wolle lieber keine Untertanen haben als gottlose oder abgöttische. Und so wurden die Kirchen den Lutheranern übergeben und Priester und Ordensleute wie auch neu zugewanderte Polen aus dem Lande getrieben.
Allen übrigen Einwohnern schrieb die neue Obrigkeit das augsburgische Bekenntnis vor. Lindenschmidt hätte auswandern können, aber wohin hätte er gehen sollen und was zurücklassen müssen? Er war im Lande geboren, aufgewachsen und grau geworden. Er hatte hier sein Haus, sein Gewerbe, seine Kinder und Enkel, die Gräber seiner Eltern, seiner Geschwister und seiner Frau. Er hatte hier die Säule und in ihr die Flamme. Er blieb, aber es war nicht mehr das alte Leben. Die Töchter und Schwiegersöhne fanden sich geschwind in die veränderte Zeit. Sie gingen regelmäßig zur Predigt, und es kam auch vor, dass sie schwedische Worte in ihr Deutsch mischten. Die übrigen Stadtbewohner hatten ohnehin für die Polen und deren römischen Glauben nie eine Liebe gehabt und waren mit den Neuerungen zufrieden. Und so war Lindenschmidt fast der Einzige, der im Herzen noch der alten Lehre anhing. Dies bewirkte Veränderungen in seinem Innern, Veränderungen aber auch in seinem äußeren Betragen. Noch mehr als bisher entfremdete er sich den Leuten. Diese wiederum nahmen Anstoß an seiner düsteren Absonderung und gingen ihm aus dem Wege. Er als Einziger, so wollte es sich ihm darstellen, hütete in dieser Stadt, deren Erretter und eigentlicher Vater er doch war, die Flamme des wahren, alten und unteilbaren Glaubens. Das Flämmchen schien ihm durch das Säulenholz hindurch zu leuchten, und es kam ihm vor wie die ewige Lampe in den Kirchen, die ja nun in diesem Lande nicht mehr brennen durfte. Ja, er war Hüter eines Heiligtums, aber auch Hüter, Knecht, Verwalter einer Furchtbarkeit, welche die anderen nicht wahrhaben wollten, und damit der heimliche Herr all derer, die von seinen Gnaden ihr Leben hatten und von niemandes sonst. Und seine Macht war unvergleichlich größer als alle Gewalt dieser lutherischen Obrigkeit. Die Entfernung zwischen ihm und seinen Mitbürgern, von denen doch viele seine Jugendgefährten gewesen waren, wirkte auch auf seine Arbeit zurück. Und was jetzt an schwedischen Leuten zuzog, das mochte ihm als einem katholisch Geborenen keinen Verdienst zuwenden. Dazu kam, dass alles Gewerbswesen sich erst von diesem letzten Kriege erholen musste. Lindenschmidt hielt sich nur noch einige Stunden des Tages in seiner Werkstatt auf. Sonst hatte er sich gewöhnt, in der Stadt umherzugehen, mitunter vor sich hinredend, schon ein wenig gebückten Ganges, jedoch nicht leicht ermüdend und ohne nach Jahreszeit und Witterung zu fragen. Er wanderte durch die pflasterlosen Straßen, auf den Kirchhof, zum Fluss, vorbei an dem großen fünftürmigen Schloss, in welchem früher der Bischof residiert hatte und in den alten Zeiten die lange Reihe der Ordensgebietiger. Jetzt hatte der König es mit allen Ländereien seinem Kanzler Oxenstierna zu lehen gegeben, und dessen Amtmann war eifrig, es wieder herzurichten und auch in der Stadt für Ausbesserung der Kriegsschäden zu sorgen. Da wurden allenthalben Mauern gestützt, Dächer gedeckt, Holz und Steine zu Neubauten angefahren, selbst ein Hospital sollte errichtet werden. Vor solchen Arbeiten blieb Lindenschmidt lange stehen, schaute zu und ging endlich mit einem Kopfschütteln weiter. Dass hier gebaut wird, so dachte er mit bitterem Stolz,
dass diese Häuser bewohnt sind, dass diese Kinder dort Ball spielen, dieser Straßenhändler seinen Kram ausruft, diese Mägde Wasser vom Brunnen holen, dieser Mann dort Holz spaltet, diese Frauen dort über den Gartenzaun hinweg miteinander plaudern und streiten dürfen und dass aus diesem Hause Geigenspiel zu hören ist. Ja, dass hier Kirchenglocken zum Begräbnis geläutet werden können. Das alles ist von mir bewirkt worden. Wäre ich nicht gewesen, vielleicht läge die Stadt wüst und es wohnte hier niemand außer ein paar späteren Zuzüglern. Er murmelte, er bewegte lebhaft die Hände und den schon zur Brust gesenkten Kopf. Die Leute sahen ihm nach, vielen erschien er wunderlich. Man weiß, wie eng in kleinen Gemeinwesen die persönlichen und die öffentlichen Dinge miteinander verhäkelt sind. Wie leicht aber auch ein jeder geneigt ist, im gegebenen Falle von vornherein eine derartige Verhäkelung zu argwöhnen. Lindenschmidt hatte keinen Anlass, den Kortbens viele Gedanken zuzuwenden, nachdem der Junge, mit dem er leidlich zufrieden gewesen war, seine Lehrzeit ausgestanden und freigesprochen das Lindenschmidtsche Haus verlassen hatte. Jetzt war er seit langem Altgesell bei einem anderen Kürschnermeister, konnte aber das Meisterrecht nicht erlangen, weil, wie man das nannte, die Zunft geschlossen war. Das heißt, man hatte, unliebsamen Wettbewerb fernzuhalten, die Zahl der Meister auf 3 beschränkt. Und erst ein Fall von Tod oder von Verlust des Meisterrechts infolge gerichtlicher Verurteilung hätte dem jungen Kortbehn den Weg freimachen können. Kortbehn, der Vater, war in seinem Gewerbe nicht recht glücklich gewesen und hatte zuletzt die Zahlungen einstellen müssen. Schließlich nahm er die wenig begehrte, jämmerlich besoldete Stelle eines städtischen Polizeidieners an, die ihn nicht nur zur Not ernährte, sondern ihm auch eine kleine Wichtigkeit verlieh, wie sie seine Arbeit ihm nicht hatte erwerben können. Es war ein milder Tag zu Ende des Oktobermonats und in allen Häusern standen die Fenster offen. Da kam dieser Kortbehn des Nachmittags zu Lindenschmidt in die Werkstatt. Er hatte den Stab mit dem runden Messingknauf in der Hand zum Zeichen, dass er in Angelegenheiten seines Dienstes unterwegs war. Der Knauf war blank geputzt und Lindenschmidt fand, dass dies zu Kortbehns schlechtem Hut und Schuhwerk zu viel Gegensatz machte. Kortbehn war grau geworden, Lindenschmidt weiß. Lindenschmidt sah ihn fragend ins Gesicht und erinnerte sich plötzlich an das nicht angenehme Lächeln, mit dem Kortbehn damals seine Erzählung aufgenommen, ein Lächeln, das er gerade noch so weit zurückgehalten hatte, als ihm unerlässlich schien, um den Lehrherrn seines Sohnes nicht zu verstimmen. Und augenblicklich überkam Lindenschmidt jetzt ein scharfes Misstrauen. Es ist nicht von Wichtigkeit, ob Lindenschmidt mit seinen Vermutungen, die des Vaters amtliches Kommen mit den Meisterwünschen des Sohnes in eine Verbindung setzten, das Rechte traf. Genug, dass sie ihm als erwiesen galten und ihm heiß machten. Lindenschmidt führte Kortbehn auf die Seite, um nicht gleich Gesellen und Lehrburschen zu Ohrenzeugen zu haben. Kortbehn fragte, ob sich Verbotenes im Hause befinde. »Überlege dir die Antwort gut«, fügte er hinzu. Weder verneinend noch zugestehend.
wohl aber in einem Tone der Geringschätzung, erwiderte Lindenschmied, Kortbeen möge doch nachsehen. Und schon während dieser ersten paar Worte schoss es ihm in brodelnd auf, wie doch dieser kümmerliche Mann, der es nie zu etwas Rechtem gebracht hatte, die ganze abtrünnige und widersetzliche Stadt verkörperte, all jene, die mitsamt den ihrigen ihr Leben ihm schuldeten und doch zu einem Block hämischer Feindseligkeit zusammengeschlossen, nicht nur die Dankbarkeit, an der lag ihm nichts, sondern auch die Anerkennung der Wahrheit verleugneten. Alles schien ihm eine einzige städtische Verschwörung. Alle waren sie gegen ihn im Bündnis gewesen, von jeher. In die Küche, in die Lehrlingsschlafkammer, die neben der Werkstatt gelegen war, blickte Kortbeen nur flüchtig hinein. »In der Kammer da drüben hat dein Sohn geschlafen. Ich glaube nicht, dass er sagen kann, er habe es schlecht gehabt. An diesem Tisch hat er mit uns gegessen. Es waren oft knappe Zeiten. Aber jedes Mal, wenn wir satt geworden sind, ist er es auch geworden.« »Das leugnet niemand«, antwortete Kortbeen. »Aber ich bin ja nicht aus eigenem hergekommen, sondern auf Geheiß des Rates.« Lindenschmied verzog höhnisch das Gesicht. Was war dieser Rat? Eine armselige Nachbildung von Behörden, wie sie in ansehnlichen Städten am Platze waren. Hier drängte sich niemand auf solche Posten. Hier waren es vier Männer, die nicht viel mehr wert waren als Kortbeen und vom Ostex-Jansch-Naschen Amtsmann eine geringe Vergütung erhielten. Kortbeen berief sich auf seine Pflichten und setzte hinzu, in Amtsgeschäfte reiche keine Freundschaft hinein. Lindenschmied erwiderte nichts. Sie stiegen die Treppe hinan. Droben suchte Kortbeen lange und gründlich. Als er den Kleiderschrank im Schlafzimmer durchforschte, sagte Lindenschmied, »Und dazu hast du dir deinen einzigen heilen Rock angezogen? Man sieht, du lässt es dich etwas kosten. Da muss ich mich wohl noch bedanken, du tust mir sehr viel Ehre an.« Kortbeen wühlte schweigend weiter. Dann warf er die Schranktür zu und sagte, »Ich weiß schon, dass man bei dir sorgsam zu suchen hat, aber du musst nicht meinen, du könntest mich hinter das Licht führen, wie damals den Korporal mit seinen Leuten.« Zuletzt kamen sie in die Wohnstube. Kortbeen sah auf die Säule und lächelte. Lindenschmied stieg es rot in die Augen, und der Vorgang, der er sich so oft ausgemalt hatte, verschob sich ihm in einen andern. Denn verworren flackerte es ihm jetzt durch den Sinn, wie ein Herausreißen des Zapfens einem Herausreißen der Säule entspräche, und wie der Einsturz der Decke Simson und seine Gegner erschlagen müsste. Kortbeen verlangte den Schlüssel zur großen Truhe. »Was ist das?« fragte er nach einer Weile und hielt ein altes Gebetbuch in die Höhe. Lindenschmied erklärte heiser, er wisse wohl, dass der Besitz und Gebrauch papistischer Gebetbücher von der Obrigkeit unter Strafe verboten sei. Dies aber müsse nicht als Gebetbuch angesehen werden, indem es allem zuvor die Eigenschaft einer Familienchronik habe. Auf die vom Druck freigebliebenen Blätter des Anfangs und des Schlusses habe bereits sein Großvater Nachrichten über seine Herkunft, über die Geburten seiner Kinder,
über Todesfälle und andere wichtige Vorkommnisse eingetragen. Und das Nämliche hätten auch sein Vater und er selbst getan. Kortbin fragte, warum er nicht die Blätter herausgerissen und das Buch ohne sie der Behörde abgeliefert habe. Hierauf blieb Lindenschmidt die Antwort schuldig. Kortbin sagte, ob das nun ein Gebetbuch ist oder eine Familienchronik, das wird man wohl bei Gericht feststellen. Was mich angeht, so halte ich es für ein Gebetbuch. Denn das Wort Gebetbuch steht, wenn ich recht lesen kann, auf dem Titelblatt. Als zu polnischen Zeiten auf lutherische Bibeln Jagd gemacht worden ist, da hat es auch nichts genützt, dass Kindstaufen und Begräbnisse auf den leeren Seiten standen. Kortbin blätterte. Er fand ein herbstliches Datum und dabei die mit Tinte geschriebenen Worte. An diesem Tage ist die Seuche in der Stadt Wenden. Hier änderte die Seite. Kortbin schlug um, offenbar sehr neugierig, welches Wort Lindenschmidt gewählt haben werde. Da stand nun nicht etwa erloschen, sondern zum Stillstand gebracht worden. Kortbin grinste. Lindenschmidt, der ihm scharf zugesehen hatte, gewahrte und verstand dies Grinsen. Es besagte, natürlich, das ist ja bekannt, dass Lindenschmidt sich allerlei in den Kopf gesetzt hat. Darüber haben schon vor Jahren die Schulkinder gelacht. Es ist eine Anzeige eingegangen, bemerkte Kortbin. Wie man sieht, nicht ohne Grund. Eine Anzeige, dachte Lindenschmidt, von wem anders als von dir selbst? Es heißt, fuhr Kortbin fort, du hangest im Stillen immer noch der päpstlichen Irrlehre an. Es heißt, du hieltest Gegenstände des römischen Aberglaubens in deinem Hause versteckt. Es heißt, du habest es dir herausgenommen, gesprächsweise das gereinigte Bekenntnis zu schmähen. Der zweite Punkt ist erwiesen, damit auch der erste. Der dritte wird sich wohl ebenfalls erweisen lassen. Lindenschmidt erwiderte, in sein Herz sähe niemand. Das Buch sei eine Familienchronik. Zum dritten Punkt verlange er zu wissen, wer ihn bezichtige und zu wem er solche Äußerungen getan haben solle. Kortbin verwies auf das Amtsgeheimnis. Er habe sich an seine Anweisungen zu halten. Ohne Zweifel werde Lindenschmidt bei Gericht jede Auskunft erhalten, die er rechtmäßig verlangen könne. Das Buch muss ich mitnehmen, fuhr er fort. Aber nicht das Buch allein. Mach dich fertig. Lindenschmidt hatte bis dahin, obwohl mühsam, an sich gehalten. Nun, da die Verhaftung ihm angekündigt wurde, schrie er auf und schlug mit der schweren Faust auf den Tisch. Kortbin, der das Buch in der Linken am Fenster stand, erhob seinen Amtsstab, nicht wie eine Waffe, sondern wie ein feierlich mahnendes Zeichen öffentlicher Hoheit, mit einem Anspruch also, der unangemessen, lächerlich, aufreizend wirken musste. Lindenschmidt antwortete auf diese Gebärde mit hohem Gelächter. Kortbin verlor die Ruhe, Rede und Gegenrede prallten aufeinander wie Schlag und Stoß, beide fluchten, beide brüllten, keuchten und tobten, das war, als wollte die Hölle überkochen. »Gib das Buch her!« schrie Lindenschmidt.
Schaum auf den Lippen sprang er auf seinen Feind zu. Fast war er an ihm, da hielt er inne. Mit einem Aufschrei endlichen Triumphes machte er kehrt und stürzte zur Säule. Lindenschmied war ein großer, kräftiger Mann, auch noch jetzt im Alter, und überdies mag ihm die Wut eine Stärke gegeben haben, die er sonst nicht gehabt hätte. Ohne Werkzeug, allein mit Daumen und Zeigefinger, ging er den Zapfen an, der doch nur um eine Winzigkeit aus dem Säulenholz vorragte, und mit splitternden, blutenden Fingernägeln riss er ihn heraus. Rot von der Blutfarbe des Zornes fuhr die Flamme aus dem Loch. Sie brauste durch das Zimmer, drohungsvoll summend und zischend, wie eine toll gewordene Hornisse. Kortbeen hatte Stab und Buch fallen lassen. Er lehnte sich gegen das Fensterkreuz, die Augen weit aufgerissen, das Gesicht teigfarben. Er gab keinen Laut mehr von sich. Er sah die Flamme aus ihrer rasenden Kreisbahn brechen. Sie schoss geradenwegs auf ihn zu. Sie streifte sein Haar. Er sank zusammen. Lindenschmied stieß abermals einen wilden Triumphschrei aus. Gleich danach verstummte er. Die Flamme kam auf ihn zu. Er machte keinen Versuch, ihr auszuweichen. Er glitt auf die Ofenbank, als säße dort noch die strickende Frau und als könnte er einer noch fortdauernden Gemeinsamkeit mit ihr habhaft werden. Er fühlte die feurige Anrührung seiner Stirn. Dann, mit verlöschender Sehkraft, gewahrte er das zornfarbige Rot erbleichen und das stumm gewordene Flämmchen in gemächlichem Schaukeln verschweben. Drunten in der Werkstatt, aber auch draußen auf der Straße, war der leidenschaftliche Lärm der Auseinandersetzung zu hören gewesen. Es fiel auf, dass da oben plötzlich aller Lärm abbrach. Nach einiger Zeit kamen der Altgesell und die Haushälterin, um nachzusehen, und fanden die Toten. Die wiedergeöffnete Höhlung in der Säule, die ja winzig war, und den irgendwo am Boden liegenden Zapfen bemerkten sie nicht. Jetzt erhob sich viel Aufregung und Gespräch, und auch der alten Gerüchte und Sagenerzählungen gedachte man wieder. Die Leichname wurden genau untersucht. Einen Arzt gab es derzeit nicht in der Stadt, so wurde der Bader geholt. Da keine äußeren Verletzungen sich finden ließen, wurde angenommen, vermöge eines sonderbaren Zusammentreffens seien die beiden ja nicht mehr jungen Männer gleichzeitig vom Schlage gerührt worden. Auch sagte man sich, die Erregung des Streites, in den sie geraten waren, möge dies Ende bewirkt haben. Und hierbei hielt man sich an die Aussagen der Haushälterin, der in der Werkstatt Arbeitenden und derer, die vom Lärm angelockt vor dem Hause stehen geblieben waren. Lindenschmieds Töchter fanden das Loch in der Säule und den Zapfen unter der Ofenbank. Aber das war nun für sie eine dunkle und verworrene Geschichte aus den alten katholischen Zeiten, und es schien weder ratsam noch zweckverheißend, sie wieder hervorzuholen. Wohl aber berührte die Töchter der Ausdruck vollkommenen Friedens im Gesicht des Vaters. Und ohne, dass sie diese Empfindung hätten in deutliche Worte oder auch nur in deutliche Vorstellungen bringen können,
fühlten sie beide, dass irgendetwas nicht zu Benennendes, aber Versöhnliches und Gnädiges bei aller Leidenschaftlichkeit dieses Endes gegenwärtig gewesen oder hinzugetreten sein müsse. Und wir werden das mit Ihnen meinen, wenn wir daran denken, dass ja die Seuche nicht wiedergekehrt und von den zwei Leichen keinerlei Ansteckung ausgegangen ist. Beide wurden am selben Tage bestattet und beide nach den Gebräuchen der lutherischen Kirche, denn andere waren ja nicht zugelassen. Einige Tage danach war aller Seelen. Dieses Fest wurde nicht mehr begangen und das Anzünden von Seelenlichtern auf den Gräbern war als ein heidnischer und götzendienerischer Gebrauch verboten. Kortbeen, der Jüngere, kam in allerlei Gedanken an den toten Vater, aber auch an das nach Lindenschmidts hinscheidend leichter zugänglich gewordene Meisterrecht in der Abenddämmerung zufällig am Kirchhof vorüber. Er stutzte, als er ein Licht auf einem der Gräber gewahrte. Er eilte hin, um festzustellen, wem das Grab gehörte und hernach die Hinterbliebenen zur Anzeige zu bringen. Was auf Lindenschmidts frischem Grabe brannte, das war keine Kerze. Es saß da ein kleines, silberweißes Flämmchen. Es zuckte und flimmerte nicht im abendlichen Herbstwind, sondern glänzte ruhig und stet. Und mit Verwunderung bemerkte Kortbeen ein Summen, das wie ein leiser, inniger und gleichsam fürbittender Gesang anmuten mochte. Doch hielt er späterhin alles für eine Sinnestäuschung, und in der Tat glitt ja auch die Flamme wenige Augenblicke, nachdem er sie wahrgenommen zu haben meinte, in die noch lockere Erde des Grabes und war nicht mehr zu sehen.